Okay, nach einem Mineneinsturz eingeschlossen, ich sollte mich besser beeilen. Ein Bote der Bürgermeister überprüft ständig, ob schon jemand den Job angenommen hat. Ah, da ist er schon wieder. Aha, Flo, hat schon jemand den Job angenommen? Ehrlich gesagt, war Red gerade dabei. Fantastisch, bitte begleite mich sofort zum Bürgermeister. Also dann, viel Glück. Jetzt erinnere ich mich, bin hier. Das war die Mission. Das war die letzte Mission, bevor Game These den Geist aufgegeben hat. Ah, du hast die Rettungsmission angenommen. Dann geht's mir gleich viel besser. Wie sieht's denn am Unglücksort aus? Nun, ein massives Beben hat den Einsturz verursacht. Ich weiß, es ist sehr gefährlich, aber bitte geh zur Mine und rette jeden Gruppenarbeiter. Alles klar, Schokolade, ich verlasse mich darauf, dass du mich nagierst. Es geht klar. Dann los. Viel Glück. Und ich muss so schnell wie möglich los, um sie zu retten. Wir wissen nicht genau, wie das aussieht, also sei ja. Kein Problem. Geh von hier auch nach rechts, um zur Schiff zu gelangen, der dich zum. Aber erstmal kurz dahin, um euch was zu zeigen. Hier, da gab es hier irgendwo gab es eine Truhe, die habe ich geöffnet und hier gab es auch Sound-Dingsbums und habe das auch gesammelt, wollte nur kurz anmerken. Habe ich schon vorher gemacht. Okay, dann gibt's noch diesen Ort hier. Da gibt's auch, hier gab es auch eine Kiste. Hier wollte nur anmerken für die Leute, die das 100% hier durchspielen wollen. Ab hier ist nur Guma, ja, ist klar, und Kind. Mein Vater ist in der Mine. Er wird doch in Ordnung sein, oder? Oh. Kluge Frau, mein Mann ist in der Mine. Ich mache mir ja solche Sorgen um ihn. Der Bürgermeister hat mir schon alles über dich erzählt. Ich bin jederzeit bereit. Super. Wir sollten schnellstmöglich aufbrechen. Bist du bereit? Ja. Ja, bringen Sie mich sofort hin. Okay, los geht's. Okay, ab hier ist alles blind. Wir sind da. Hier passiert der Unfall. Durch diesen Eingang kommst du hinein. Ja, ist klar. Die Mine wird noch immer ab und zu von diesen mysteriösen Beben erschüttert. Sei vorsichtig. Bitte rette meine Freunde. Überlassen das nur mir. Gibt's nichts hier? Eine plötzliche massive Erschütterung hat die ganze Mine einstürzen lassen. Was könnte diese Beben verursacht haben? Laras und Lemoros, oder wie die heißen da? Oh. Oh. Red, bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ich gehe jetzt in die Mine. Das muss eine dieser mysteriösen Erschütterungen gewesen sein. Wartet. Okay, das muss eine der mysteriösen Erschütterungen gewesen sein. Nur durch das Beben fallen Steine herab. Sei vorsichtig. Okay. Warte, ab welchem Punkt? Ich weiß nur, zu welchem Punkt. Hier, genau hier. Habe ich aufgehört, ich kann mich erinnern. Retten wir den ersten Mal? Ich bin hier, um Sie zu retten. Sind Sie schwer verletzt? Nein, mir geht's gut. Aber die anderen sind noch tiefer in der Mine eingeschlossen. Bitte hilf ihnen. Na klar, es ist so gefährlich, hier zu bleiben. Am besten verlassen Sie die Mine sofort. Natürlich, mein Sohn macht sich sicherlich schon Sorgen. Ich muss zu ihm zurück. Ich kann gar nichts sehen. Ah, zwei P-Kristalle.
macht das lieber zur Sicherheit. Man sieht ja. Oh, so schnell, das Monster macht es fertig. Oh, dieses. Du dummes Tier, komm. Oh, komm. Und bist jetzt zufrieden? Geht es Ihnen gut? Puh, ja, jetzt schon. Die ganze Mine fing an zu zittern und dann tauchte dieses Monster auf. Sowas habe ich hier drin noch nie gesehen. Etwas Entsetzliches geht hier vor. Das war nur ein Maulwurf, übertreib mal. Fay hat dieses Monster das Unglück verursacht. Das klären wir später. Zuerst musst du die eingeschlossenen Gruppenarbeiter retten. Sie haben recht und sie sollten sehen, dass sie rauskommen. Danke, ich komme, Schatz. Ja. Du gehst zu seiner Frau und bummst sie jede Nacht. Wer kennt das Klingelton von Tuna Halfman, Jake. Fick dir die Schlampe die ganze Nacht und irgendwas anderes noch. In diesen Satz habe ich mich richtig erinnern können. Hihi. Ich bin so ein intelligenter Mensch. Okay, oh. Was ist los? Was war das für ein Gelärm? Was war das? War das etwa noch ein Einsturz? Hallo, ist hier noch jemand? Hm, da ruft doch jemand. Vielleicht ist noch ein weiterer Helfer gekommen. Und was war das für ein ohrenbetäubendes Lärm? Keine Ahnung, aber die Stimme kommt von links. Sie am besten lieber nach. Ich bin dabei. Okay, sehen wir mal, wer hier ist. Ein Bohrschiff hat sich direkt in die Mine gegraben. Das hat das Beben verursacht. Hallo? Sanitäter. Er scheint der Pilot des Bohrschiffs zu sein. Meinst du, er ist auch hier, um zu helfen? Ich werde ihn einfach mal fragen. Komm. Okay, immer schön nachschauen. Hallo, Sie da. Warst du etwa auch hier eingeschlossen? Die anderen sind schon an Bord. Hüpf rauf und dann nichts wie weg hier. Nein, ich bin auch ein Rettungshelfer. Der Bürgermeister hat mich angeheuert. Okay, dann kümmere du dich weiter um die Rettungsrette. Ich mache das Schiff startklar. Dann können wir mit dem Schiff die Mine hinter uns lassen, sobald du alle gerettet hast. Das hört sich gut an. Okay, wie viel habe ich denn jetzt von den Kristallen? Och, fick dich. Okay, hier ist dann nichts mehr. Und, was hast du zu sagen? Nun komm, beweg dich doch. Ach, er bewegt sich keinen Millimeter. Was ist los? Ah, ist die Rettung endlich hier? Dahinter sind immer noch welche eingeschlossen. Ich habe versucht, sie zu befreien. Aber dieser Filzbrocken ist einfach zu groß für mich. Ich kann ihn nicht bewegen. Ich kümmere mich darum. Sie verlassen am besten die Mine. Danke, dann kümmere du dich bitte um den Rest. Und wie soll ich das jetzt machen? Hier in der Nähe habe ich alles befreit. Dann musst du jetzt nur noch an diesen Felsen vorbeikommen. Aber dafür muss ich erstmal einen Bohrer finden. Bohrer finden? Hat er vielleicht einen? Ich habe alle hinter der... Ach, dann machen wir die Biege vor, alles weiter zergraben. Nein, noch nicht. Hinter dem großen Felsen sind immer noch Leute eingeschlossen. Was? Gut, ich schließe die Vorbereitung ab und du kümmerst dich um die Verschütteten. Hier ist ein Bohrer. Bitte rette alle. Danke. Jetzt kann ich endlich diesen Felsbrocken beseitigen. Sei bloß vorsichtig. Hast du mich gehört? Klar und deutlich.
Jetzt geht's los. Jetzt kann ich tiefer hineingehen. Weiter so, Red. Erstmal alles schnappen, was mir in die Quere kommt. Ich treffe irgendwie alles, was mir in die Quere kommt. Ein P-Kristall. Ein P-Kristall. Ich schnapp mir jetzt alle Kisten. Oh, Maulwurf. Ja. Monster, weg mit dir, hau ab. Vorsicht. Hey, du willst Streit, dann kriegst du welchen. Komm, los, komm her. Aber erstmal befreien wir etwas. Wir haben 15. Erweitern. Komm. Komm. Oh, er hat mich getroffen. Und er starb. Yay, Luis. Und der komische Typ. Es war knapp. Danke. Ich sag mal, du bist doch dieser Jäger. Was hat das denn so lange gedauert? Bist du hierher gekrochen oder was? Du bist ein frecher kleiner Lümmel. Wer bist du überhaupt? Ich bin Luis, der Sohn des Bürgermeisters. Weißt du etwa nicht mehr, wer ich bin? Das ist diese Knalltüte, die von den Covers entführt wurde, weißt du noch? Ach ja, ich erinnere mich dunkel an so einen Knaben. Ich bin mir sicher, dass ich einen größeren Eindruck hinterlassen habe. Nein, unfassbar, die Arbeit ist sowieso totaler Mist und jetzt noch ein großer Einsturz. Warum passiert mir sowas? Hör auf zu jammern, immer nur meckern. Mehr als das kannst du nicht. Wir dachten, die Arbeit würde einen Mann aus dir machen, aber das war wohl falsch gedacht. Ja, ja. Leute, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen hier raus. Er hat recht, beweg dich, Luis. Ja, ja. Okay, gerettet. Das waren die letzten Gruppen. Ich glaube, ich fahre auch mit dem Förderwagen zurück. Aber gibt's da nicht... Man kann da irgendwie nach vorne gehen, wenn ich das jetzt gerade so richtig sehe. Oder ist das nicht so? Oh, das hat ganz schön gewackelt. Red, guck mal, da drüben. Oh, das scheint den Einsturz verursacht zu haben. Was willst du jetzt machen? Wenn ich das so lasse, wird das nur mehr Ärger verursachen. Ich halte das mal aus. Ach, das war diese Springebacke. So einen leichten Gegner. Und er starb.
Juhu. Haha, das war's, oder? Ja, ja, da hat schon ganz schön gewackelt. Ist bei dir alles okay? Ja, mir geht's gut. Ein Glück, aber die Mine steht kurz vor ihrem endgültigen Zusammenbruch. Wir müssen hier raus. Los, beeil dich. Okay. Du bist wieder da. Okay, jetzt aber nichts wie weg. Aber im nächsten Part.